Willi Denifel, herzlich willkommen beim Tag des Sports 2013. Was bedeutet ein Event wie dieser für dich? Ja, ich finde es eigentlich ganz gut, dass einmal wir zu den Leuten auch kommen, weil meistens ist es halt einfach so, dass die Leute zu uns kommen in die Stadien und so ist es einmal umgerannt. Es ist einmal ganz gut, dass man auch da runterkommt, wo keine Chance und so ist, weil die Leute haben nicht immer die Möglichkeit und so passt es einfach ganz gut. Hast du auch die Möglichkeit, zu anderen Sportarten zu gehen, die andere Stände anzuschauen? Ja, klar, das macht man, weil so oft ist man eigentlich dann auch nicht da unten. So eine Veranstaltung wie da findet man nicht so oft und deswegen nutze ich da auch die Gelegenheit und schaue auch durch. Was interessiert dich besonders? Der ÖSV? Nein, man schaut alles durch. Ich bin generell ein sportbegeisterter Mensch und man schaut sich da von Fußball bis Faustball und was man sich da selber nicht so mitkriegt, kann man sich da alles anschauen. Also mir taugt es ganz gut. Der Winter steht vor der Tür. Ich glaube, über das große Ereignis brauchen wir nicht lange herumdiskutieren. Was ist dein Ziel für Sochi? Ich glaube, das Ziel ist für jedermann, erstens einmal gut vorbereitet in die Saison gehen und dann sieht man eh, was ausschaut. Und Sochi, man eh klar, es will jeder ganz vorne dabei sein, mitmischen und ich möchte auch da in meiner Top-Performance da abliefern und dann sieht man es eh. Bereitet man sich anders vor von Olympia-Winter oder ist es dann am Ende ein Winter wie jeder andere auch? Nein, es ist eigentlich gleich. Es ist ja, man meint immer, dass die Olympischen Spiele, dass man sich da erst ein Jahr davor vorbereitet. Das stimmt nicht. Bei mir sind es jetzt schon das dritte Jahr und es geht immer laufend weiter. Letzte Frage. Welche Schlagzeile würdest du am Ende der Saison gerne über dich lesen? Ja, da gibt es einige Schlagzeilen, aber am liebsten unser Willi. Danke, Willi. Alles Gute. Danke dir. Danke. Ciao.